Kommen wir nicht rein. Okay, warte. Mein Hund. Was? Wo? Da. Hi. Stellungswechsel? Oh. Bin ich auch immer ganz nett. Ich meine, ja. Und so. Ja, mach mal. Ob ich den... Komm mal. Das Ding... Boah, ja, natürlich. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Ich hab dich gesehen, mein Freund. Komm mal hoch. So. Was, Granate? Wo? Bin ich nicht gut. Bin ich wohl nicht gut. Lass das. Letzte Worte? Ich gebe dir gleich mal letzte Worte. Komm her, Fliege. Bleib mal hier. Weiß nicht, ob das reicht. Doch. Okay, die mussten nur notlanden. Das ist natürlich kacke. Warte, ich muss nachladen. Hör, lass das. Ich hab eine Machete, lass das. Könnten reparieren. Ich hoffe, den klaut keiner. Weil Heli fliegen hier im... Meine Mutter hört zu. Huch. Ja, Manu. Oh. Hab nichts gesehen. Hier. Gut. Scheiße. Was denn? Jetzt ist ja gerade alles chillig. Und. Nacktes Weltenbäuchlein. Achso. Gedrückt halten. So ein bisschen übers Schlappohr streichen, schon ist er wieder fit, der Kleine. So, hier ist nochmal was. Wir müssen irgendwie ins Gebäude rein, ne? In der Tür nicht, oder? Haben wir hier eine Munitionskiste. Das wäre ganz schön. Sag mal, Sabchen, wo hast denn du die Munition versteckt? Mal bitte. Brauche. Hast du ein bisschen was? Also an Munition. Die Luftabwehr schon mal kaputt machen. Kaputt. Hm. Da. Sehr schön. Dankeschön. Sehr liebsgewürzig, Sappchen. Immer wieder eine große Hilfe, die Frau. So. Ah, da ist es ja schon. Bitteschön. Und geh weg. Natürlich habe ich das falsche Ding. Arsenal. So, nochmal kurz ein bisschen tauschen. Kann auch hier, ne? Ja, na gut, okay, hätte ich auch da machen können. Egal. Da. So. Luftraum ist frei. So, hier haben wir auch noch Munition, das ist sehr schön. Gut, jetzt müssen wir... Ach, da oben müssen wir hin. Das ist hier noch gar nicht unser Ziel, ich dachte. Okay, ja, hey. Haben wir einfach mal so ein bisschen was platt gemacht, ist auch okay. Kann man das hier noch irgendwie erobern? Das wäre ganz schön. Wo gehört das hier zusammen? Ja.
willkommen beim Let's Play, wo wir sinnlose Sachen zerstören. Oder sinnlos Sachen zerstören, obwohl ganz sinnlos ist es ja nicht, sind ja trotzdem die Gegner, aber... Ja. Wir mussten hier hin. Hi. Willkommen am Viviro Ground Zero. Ist richtig, ich habe schon alles platt gemacht. Gebäude 13, das ist es. Viviro, die Parias, alles fing mit dem Stück Scheiße an, das sich da drin versteckt. Ich glaube, das kann nur funktionieren, wenn wir beide uns aufteilen. Mhm. Ich rufe ein paar unserer Guerilleros. Wir werden Sprengsätze legen und diese ganze Viviro-Operation zum Teufel schicken. Es wird nicht leicht sein, aber du musst irgendwie in dieses Gebäude kommen und das Arschloch umlegen. Heute heißt es er oder wir. Denn nochmal bekommen wir so eine Chance nicht. Du hast mich wachgerüttelt, Danny. Ich bin vor Castillo davongerannt. Vor Maria, vor allen. Jetzt rennen sie vor mir davon. Das ist für Thalia. Nice. Ich mag die Buchhandlung auch. Gut. Ja, ich habe schon mal ein bisschen was erledigt vorher, ne? Ihr müsst nicht mehr allzu viel machen, glaube ich. Hoffe ich. Nicht, dass jetzt hier nochmal alle despawnt. Nochmal alles neu losgeht. Dann ist natürlich doof. Was geht ab, Danny? Der schnellste Weg rein ist der mit einer Waffe. Das Ding ist konstruiert wie ein Bunker. Du musst deinen Kopf anstrengen, um in die Gebäude zu kommen. Verstanden. Das finde ich nicht gut. Sowas kann ich nicht. Da muss man ja denken und so. Hi. Ruhe. Komplett verriegelt. Mhm. Ja, klar. Sie werden einen Bodenangriff erlegen. Versuchen stattdessen über die Dächer hineinzugelangen. Tod von oben. Das ist ein Versuch wert. Von oben, okay. Aufs Dach. Komplett verriegelt. Ja, ist richtig. Immer noch. Oh. Oh ja, warte mal. Ich glaube, wir sind drüben. Wegen dem Hund. Muss er sich echt schützen. Auch schön. Hallo, beruhig dich. Warte, ich muss nachladen. Lass das. Kämpfe oder lauf weg? Na, dreimal darfst du raten. Was ich mache. Ich lauf weg. Da ist eine Leiter. Oh, hi. Warte. So, jetzt. Hier sieht mich noch jemand. Wo? Oh. Ich dachte schon Panzer. So, Schnute halten. Genau. Hallo. Wer, wo, was, wann? Warum? Lass das. Was? War der auf dem Dach? Wie bist du da hochgekommen? Sieh mal. Ich weiß, hinter mir ist noch irgendjemand, ne? Ja, wird sich doch. War gemerkt. Der hat mir in den Rücken geschossen. Hi. Oh, ich kann nicht mehr nachladen. Warte. Ich weiß, wo wir Munition haben. Ja, mit zum Beispiel Munition. Okay, dann brauchen wir nicht Munitionslager hier nehmen. Ja, jetzt haben wir wieder voll. Gut. Okay. Wir müssen hier hoch. Aufs Dach. Erzähl mal, Serpien, wie kommen wir hier hoch? Oh, hier, guck mal. Vielleicht hier. So komme ich aufs Dach. Ja, nice. Über die Rezeption. Ist hier was? Bitte was? Gar nicht, doch. Wohl. Dachte, da liegt jemand.
Ja. Okay. Da lauf weg. Warum? Bin doch noch gar nicht fertig. Wir müssen ja tatsächlich rein, ne? Will ich nur noch mal kurz gucken. Hm? Achso, wegen ihm da? Warte. Obwohl, der lässt uns gerade in Ruhe. Sollten wir vielleicht lassen. Läuft das rein? Eigentlich schon die ganze Zeit, oder? Töten? Wir werden von Terroristen angegriffen. Verteidige das Regierung. Wenn du das verteidige den Weg ins Paradies. Was hast du gefunden? Del Doktors Labor. All seine Experimente. Reiß dich zusammen. Wird der Doktor heute sterben? Der wird sowas von sterben heute. Was? Stirbt er schon alleine? Komm ich denn hier rein? Mach mal auf. Ach, verdammt. Was hat er dir angetan? Ey, Doktor! Er hat mir Gift gespritzt. Hat er bei uns auch schon gemacht. Was du nicht sagst. Halt sie ihn ein, Paolo. Auf dem Gelände befinden sich die Legios. Sie wollen alles zerstören, was wir hier aufgebaut haben. Tötet sie alle. Bestimmt eine Falle, so wie das hier aussieht. Das sieht nach einer Falle aus. Alles okay? Kannst du laufen? Danny! War klar. Jetzt meldest du dich schon das zweite Mal freiwillig für meine Experimente. Ich wusste es doch. Mistschwein! Ich habe gesehen, was wir wieder anrichtet. Und ich werde das hier ein bisschen zu sehr genießen. Mit dir ist nicht zu reden, was? Wusstest du auch schon, was eine hohe Dosis Pegel-240 mit deinem Körper anrichtet? Fick dich! Ich töte bedeutend schneller als Krebs! Dein Herz und dein Hirn... Dein Herz und dein Hirn werde ich behalten. Den Rest verfüttere ich an die Hunde. Das ist gut für ihre Knochen. Scheiße. Ich werde dich umbringen! Unmöglich. Deine Überlebensinstinkte sind gestört, aber du bist nur eine Ratte in meinem Labyrinth. Dann schieß doch! Trotzdem noch mal mit. Du entkommst mir nicht! Nicht doch Handy immer. Auf damit. Weißt du, was absolut jemanden zu operieren? Das war so klar. Sind wir nicht rausgekommen? Wo bist du? Ganz langsam mit meinem Kleid.
das ist das Beste. Welcher von euch ist real? Waisenkinder sind die besten Testkunden. Sie wollen unbedingt gefallen. Und es kümmert keinen, wenn sie sterben. Da habe ich wohl ihn erwischt. Das war wohl der Richtige. Wir sehen uns in der Hölle! Paolo, El Doctor ist tot. Ja, Danny, du hast es geschafft! Nehmen wir die was mit? Was machen wir jetzt mit den Leuten? Du hast gerade das Beste getan, was man für sie tun kann. Und jetzt, raus da mit dir. Lachen Sie, mi gente. Juan ist schon mit einem Hubschrauber unterwegs. Juan? Gut. Alter, wie? Hast du gedacht, ich finde nicht raus, was ihr Kind so treibt? Wisch dir den dummen Gesichtsausdruck ab und mach mir eine Landezone frei. Paolo, ja, mach mal. Wir treffen uns am Landeplatz. Und Juan? Danke. Machen wir. So. Hallo. Ja. So. Schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen was mitnehmen. Ja. Genau sowas. Oh. Sieht nett aus. Oh Gott. Paolo macht keine halben Sachen. Wer liegt denn da hinten schon wieder? Warte mal, ich muss mal hier kurz durch. Halt mal auf jetzt. Ohne Spaß. Deckt mich? Ich meine, nicht jetzt. Das geht jetzt nicht. Ich jetzt hier wieder irgendwas alle. Hallo, kommst du mal? Da, ich treffe auch nicht mehr. Oh, ich muss mir. Na, immer drücke ich X. So, warte. Ja, Munition sammeln für die gute Waffe. Leben. So, geh mal ganz viel Spaß noch. Ja, danke schön und danke, dass du da warst. Vielleicht kommst du ja nochmal wieder. Ich weiß ja nicht, wie lange du Gassi jetzt gehst. Letztes Gefecht, Paolo. Wäre mir eine Ehre, neben dir zu sterben. Scheiß drauf. Aber schön, dass du da warst. Falls du nicht mehr kommst. Hier kommt die beschissene Kavallerie. Wasser. Oh, sehr gut. Dankeschön. Ja, das ist natürlich super. Das sind zu viele Soldaten. Da kann ich dich nicht rausholen. Ich räume sie dir aus dem Weg. Das ist mein Guerrero. Gut. Warte. Wie er ihn einfach nicht mehr geschlagen hat, ne? Boah. Leck mich doch am Arsch. Blutverlust verlangsamt. Vielleicht kann mich jemand retten? Ich glaube nicht, ne? Doch, sie vielleicht.
Oder auch nicht, ne? Ist okay. Lasst euch Zeit. Ja, das war's. Okay, scheiße. Ich hoffe, wir müssen jetzt den Kack nicht nochmal machen. Boah. So was ärgert mich.